Was? Ihr seid auch schon da. Was macht ihr denn hier? Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladurm zu einem neuen Z-Log, zu einem neuen Themenvideo. Nennt es, wie ihr wollt. Fangen wir mit einer recht gute Nachricht an, mit einem etwas leichteren Thema, bevor wir uns den schwereren Themen dieses Videos nähern. Ich habe es schon in der Hand, ihr seht es, das hier ist tatsächlich der Nintendo Switch Pro Controller. Hier habe ich ihn mal sehr demonstrativ in die Kamera halten. Da haben wir ihn, den Pro Controller. Nice. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ihn mir gestern beim Shopping in the City gekauft und auch gleich mal zum Laden angeschlossen und danach ausgetestet an meiner Nintendo Switch-Konsole. Und ich muss ehrlich sagen, er ist doch besser, als ich erwartet hätte. Also, er sitzt ziemlich gut in der Hand. Man kann mit ihm sehr gut steuern und entgegen meiner Erwartung steuert es sich angenehmer und weicher als mit den Joy-Cons, die an der Konsole Nintendo Switch schon dran sind. Ja, was soll ich sagen? Also, es lohnt sich auf jeden Fall, den zu kaufen. Ob es jetzt die 58,99 hat es, glaube ich, gekostet, wenn ich nicht komplett irre. Ob sich das jetzt lohnt, weiß ich nicht. Aber ein gutes Zusatztool für die Switch ist es auf jeden Fall. Also, jetzt kann man auch zu zweit mit der Switch spielen. Kann man mal machen, kann man an den Fernseher stecken, kann man das Gerät reinpacken und der Gast muss mit den Joy-Cons spielen und ich darf den Pro-Controller benutzen. So schaut's aus. Ich werde das Teil auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch nochmal in einem Let's Play antesten und ausprobieren. Da werdet ihr nochmal mein mündliches Feedback dazu hören, wenn ich das in einem Minecraft Arno Part oder in einem anderen Switch Let's Play mal benutze, dann werde ich darauf reagieren, wie dazu ist der Unterschied zu den Joy-Cons und zu dem lieben Pro-Controller. Ja, legen wir ihn mal beiseite. Da gibt es nämlich etwas anderes, was ich in diesem Bleib liegen. Da gibt es etwas anderes, was ich in diesem Part noch ansprechen will, in diesem Themen, Laber, Video, Setlog. Nämlich das hier. Also das hier. Das ist jetzt natürlich hier in seiner Sache hier drin, dass es dann stehen kann. Hier, ich zeig's mal kurz. Das ist hier in seinem Aufnahmesetup, damit es auch abgefilmt werden kann. Die Nintendo Switch. Ja, darum soll es auch ein bisschen geben. Ich habe vor mehr als einem Jahr, sicher vor einem mehr als einem Jahr, oder? Jedenfalls habe ich vor einiger Zeit ein Video zur Nintendo Switch hochgeladen, in dem ich Gründe genannt habe, warum ich das Ding nicht kaufen werde und warum ich gegen das Ding bin und warum es in Zukunft keine Switch-Let's Plays auf meinem Kanal geben wird. 330 bis 360 Euro für eine Switch im Normalpaket. Ja, so viel dazu. Und heute werde ich mich hier nochmal hinsetzen und ein bisschen Revue passieren lassen, wie die Monate mit der Switch jetzt schon gelaufen sind und wie es denn jetzt im Endeffekt aussieht mit der Switch. Weil ich habe die jetzt schon eine Weile gespielt. Ein paar Switch-Projekte sind jetzt auch schon gestartet. Und
ich kenne mich jetzt ein bisschen mit dem Teil aus und vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive aufdröseln und was dazu sagen. Ja, die Switch kostet immer noch sehr viel Geld. 325 Euro habe ich, glaube ich, für die Switch ausgegeben. Für die Switch im Rohformat, also nur die Switch plus Joy-Cons plus Ladestation, also Docking Station und Kabel und so. Ohne Spiel und ohne alles drumherum. 325 Euro. Das ist ein happiger Preis. Da muss ich Vergangenheitszwergi auch recht geben. Das ist richtig teuer. Und einerseits ist die Switch natürlich ein sehr gutes Ding, eine sehr gute Konsole. Keine Frage. Ich habe die jetzt schon lange Zeit gespielt und antesten dürfen. Das Ding ist eine Innovation und eine Erfindung. Die gibt es nicht noch ein zweites Mal auf der Welt. Andererseits 330 Euro, das hat nicht jedes Kind und das hat auch nicht jede Familie, jedes Elternteil, das seinem Kind eine Konsole schenken will. Da war der 3DS mit seinem, ich glaube, lass mich lügen, 150 oder 160 Euro, die er am Startwochenende in den ersten Tagen gekostet hat, noch relativ günstig. Und ja, in dem Punkt bleibe ich bei dem, was der liebe Vergangenheitszweige gesagt hat. Die Nintendo Switch ist zu teuer für eine Spielkonsole. Das, was ich auch nicht verstehe an dieser Stelle, dass es kein Bundle dazu gibt. Es gibt halt wirklich keine. Na doch, ich glaube, mittlerweile gibt es Bundles dazu. Ich glaube, das haben sie mittlerweile geändert. Ich meine da Mario Kart Bundles und ähnliches gesehen zu haben. Aber ja, es. Ja, de facto ist natürlich, wenn du dir eine Switch kaufst, mit Spiel dazu, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild oder fast jedes andere Switch-Spiel kostet noch an die 60 bis 70 Euro obendrauf auf die Switch. Das heißt, wenn du dir eine Switch mit Spiel kaufen willst, bist du nicht nur bei 325 Euro, sondern gleich auch nochmal 325 Euro plus 70 oder plus 60 Euro, je nachdem welches Spiel du kaufst. Das ist dann gleich noch mal viel mehr. Und du willst die Switch ja auch noch benutzen und ja auch noch ein Spiel mitspielen. Nicht nur mit Demo-Version und Fortnite spielen, sondern auch mal ein Mario Jump'n'Run oder ein Minecraft Switch oder ein The Legend of Zelda spielen. Ja, das ist so der schwerste Punkt, der jetzt auch noch drin liegt. Ich habe mir mal das Geld zusammengesucht und zusammengewühlt. Ich hatte es gerade und habe mir gesagt, kaufst es dir mal, haust du mal raus. Vielleicht haben sie es auch verbessert im Laufe der Zeit. Aber die Joy-Cons, die sind groß genug, würde ich sagen. Ich hatte sie schon mehrfach in der Hand. Wir können sie auch hier mal abmachen. So winzig sind die nicht. Also ich habe schon relativ große Griffe. Also so winzige Hände habe ich nicht. Das sind schon ganz dolle Greifer hier. Und also da passt locker in die Hand. Damit kann man spielen und ich habe daran zumindest nichts zu bemängeln. Der Punkt Pro Controller ist dann natürlich noch ein anderer. Er kostet wieder ganze 58, fast 60 Euro. Wenn ich mich nicht irre, wenn ich den Preis nicht falsch im Kopf habe.
muss man natürlich dazu sagen, dass Joy-Cons an sich, also man sich ein zweites Joy-Con-Set dazu kaufen würde, das würde dann fast 70 € oder sogar über 70 € kosten. Einen Pro-Controller dazu zu kaufen als zweites Joy-Con-Set, sozusagen anstelle eines zweiten Joy-Con-Sets, ist preisgünstiger als ein zweites Joy-Con-Set. Das waren jetzt wirre Worte, aber man hat es verstanden, hoffe ich. Ja, lässt sich super mitspielen, also kann ich nur empfehlen. Muss jeder für sich selbst gucken, wie das den Preis wert ist und wie sich der Pro-Controller lohnt. Also als Fazit im Endeffekt, also zusammengefasst, bin ich mit der Switch zufrieden. Zufrieden im Sinne von 2, Schulnote 2. Nicht sehr zufrieden, zufrieden. Sie tut ihr Ding, sie ist eine Innovation. Zweifelsohne eine geniale Konsole. Aber den Preis verstehe ich nicht ganz. Und auf dem 3DS gab es noch Sachen wie einen Channel, auf dem man Animes gucken konnte, oder man konnte damit ins Internet gehen, man konnte googeln, man konnte sogar sich YouTube draufladen, man konnte auch YouTube-Videos auf den 3DS laden, habe ich sogar gemacht, war möglich. Es gab halt noch mehrere Funktionen, die es halt irgendwie. Ja, den Mii-Channel gab es da, glaube ich, auch noch. Miiverse oder sowas hieß das. Es gab halt noch was zusätzlich, versteht ihr, was ich meine? Auf der Switch ist das gar nicht der Fall und man hat das Ding einfach nur so roh und ohne Spiele, ohne Extras. Auf dem 3DS, glaube ich, gab es sogar schon ein, zwei vorprogrammierte Spiele, die zwar nicht wirklich der Renner waren, das war so ein Virtual Reality Shooter-Zeugs, wo man auf sein eigenes Gesicht schießen konnte, was so in der Luft schwebte. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr ein 3DS besessen habt. Das schon mal was damit spielen. Wenn du dies hier als Rohding besorgst, hast du da gar nichts drauf. Damit kannst du erstmal gar nichts anfangen. Du kannst damit nichts ins Internet. Du kannst damit keine Spiele spielen. Mittlerweile kannst du dir da zwar ein paar Demo-Versionen runterladen, aber auch eine Demo-Version ist in spätestens 2 Stunden. Das ist, glaube ich, wahnsinnig übertrieben. Aber ist sehr schnell durchgespielt und hast du nicht lange deine Freude dran. Ja. Um zum Punkt zu kommen, um die Switch zu spielen, musst du dir ein Spiel dazu kaufen. Vorher kannst du das Ding nicht bedienen, da hast du nicht viel Spaß mit. Mit dem 3DS, ja, da hast du zumindest schon mal. Versteht da, was ich meine? Einen kleinen ersten Anreiz. Da konntest du schon mal die. Und gucken, wie funktioniert die, wie steuert man das, was macht man damit. Gibt's für die Switch auch, aber das musst du dir dazu kaufen. Da gab es das Spiel One to Switch. Das konntest du dir extra noch dazu kaufen, dann konntest du die Spielsteuerung kapieren. Hat aber auch knapp 30 € gekostet, 34, 35 €. Kennen die Preise nicht alle auswendig, aber ist ungefähr an dem Dreh hat das Ding gekostet. Ja, ich bin immer noch ziemlich unschlüssig. Merkt ihr, was ich zu der Switch sagen soll? Ja, Fazit habe ich schon gesagt, ist eine gute Konsole, aber hat sehr viele Makel. Also leider kann man an dieser Stelle nicht sagen, kauft euch den 3DS, weil der 3DS stirbt nun mal langsam aus und die ist bald tot und ja, kauft euch trotzdem die Switch, weil wenn ihr Nintendo-Spiele spielen wollt, ist das bald die einzige Konsole, die noch Nintendo-Spiele kriegt, also neue Nintendo-Spiele kriegt. Alte Spiele wird es natürlich immer noch irgendwo
zu kriegen geben. Es gibt auch noch DS-Spiele auf irgendwelchen Märkten zu kaufen. Also im Saturn habe ich sogar letztens noch ein paar DS-Spiele gesehen. Sind zwar keine neuen mehr, aber 4, 5 Spielchen. Die alten Pokémon-Generationen kriegt man auch noch irgendwie unter der Hand. So ungefähr. Ja. Ein Thema hatte ich noch, was ich mal anschneiden wollte hier. Diesen Part, das da auch schon im Titel steht. Das heißt Wolfenstein 2. Ein wundervolles Spiel. Also, ich kann es noch nicht beurteilen, ich habe es noch nicht gespielt. Aber ein Spiel, was ich im Laden gesehen habe, was mir im Laden entgegengesprungen kam. Ich bin durch die Gaming-Abteilung gelaufen und habe mich dieses Spiel an. In Rot mit rotem Cover und wundervollem Wolfenstein 2. Eine Fortsetzung für einen ersten Teil, aber ein Spiel für die Nintendo Switch, welches ich vorhabe zu kaufen. Das ist die schöne Nachricht hier. Die schlechte Nachricht, es wird vorerst nicht Let's Played. Ja. Ist, glaube ich, relativ klar. Minecraft Arno ist jetzt letztens gestartet und Pokémon Y Let's Play Again ist wieder am Laufen. Alte Projekte müssen beendet werden. Ja, ich weiß, ihr hört es nicht gerne, aber Mario 3D Land wird noch beendet, Stumutatia wird beendet. Was hat man noch? Die Person noch ein paar andere. Super Mario 64 habe ich erst angefangen, da sind erst die Parts online gekommen. Das muss noch zu Ende geführt werden, muss noch weiter geführt werden. Luigi's Mansion 2 natürlich. Und, da ist noch viel auf der Bank, was noch muss. Jetzt erstmal Stopp für neue Projekte. Es wird keine neuen Projekte geben. Erstmal wird Minecraft Arno gespielt, Pokémon Y, Luigi's Mansion 2 und die Mario-Projekte und Tomodachi Life, die ich hier habe. Bevor da nicht mindestens was beendet ist und Minecraft Arno ein bisschen gelaufen ist. Reden wir nicht über neue Projekte. Ich werde mir das Spiel Wolfenstein 2 mal erstmal kaufen. Ich werde es spielen und dann danach beurteilen, ob das vielleicht in Zukunft irgendwann mal als Projekt in Frage käme. Sicher kommt das in Frage, aber ja, ich werde es mal erstmal privat durchspielen und mal schauen. Eines Tages. Vielleicht so Weihnachten 2016. Vielleicht so Weihnachten 2018. Kann man mal gucken. Oder später. Mal schauen, wann es kommt. Ihr werdet es schon frühzeitig machen. Dann würde ich dieses Video an dieser Stelle auch beenden und mal gucken, dass ich im Schnitt was Richtiges draus kriege. Ich habe jetzt hier lange gelabert. Mal gucken, was da relevant ist und was noch hier reingehört. Dann würde ich sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem 2 First verpassen wollt. Ansonsten habt noch einen angenehmen förstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut da rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.